Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schon mit dem 9. Teil der 3 Bücher, die Reihe. Ich habe alle bisherigen Videos unten in der Playlist verlinkt. Schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Ich hatte euch ja mal auf Instagram gefragt, welche Aufgaben ihr mir hier gerne geben möchtet. Und heute beschäftigen wir uns mit 3 Büchern, die einen tollen Book-Boyfriend haben. Und ich habe 3 Bücher hier liegen und möchte euch diese natürlich vorstellen. Und bei einem gibt es im Grunde sogar 2 Book-Boyfriends, die so im Wandel der Zeit mir beide sehr, sehr, sehr ans Herz gelegt sind. Aber wir starten vielleicht direkt auch mit diesem Buch. Es ist Der Herr der Ringe. Hier habe ich mich das erste Mal verliebt, als ich 13 Jahre jung war und als am Feuer im Gasthof zum tänzelnden Pony Augen sichtbar wurden von einem Mann. Und dieser Mann mysteriös umschrieben wurde und es war Streicher alias Aragorn. Und da hat mein Herz so hochgeschlagen, dass ich seitdem wirklich ein großer, großer Aragorn-Fan bin. Besonders natürlich auch seine ganze Entwicklung, die er in der Geschichte nimmt. Und ich fand den anfangs so mysteriös. Ist er gut? Ist er böse? Welche Gedanken kommen? Was ist so seine Motivation, seine Intention? Und ich bin ein riesen Herr der Ringe-Fan. Ich glaube, ich muss es gar nicht mehr sagen. Ich glaube, das weiß man. Und Aragorn lässt auch heute noch mein Herz höher schlagen. Im Übrigen auch sehr gut besetzt mit Viggo Mortensen. Auch wenn mich der Bart so ein bisschen stört und er gefühlt schon vielleicht sogar eine Spur älter ist, als ich ihn mir vorgestellt habe. Obwohl er ja im Herrn der Ringe auch schon über 80 ist. Aber ja, ich fand Viggo Mortensen auf jeden Fall sehr gut besetzt. Und dann schlägt mein Herz im Herrn der Ringe aber auch für Samwise Gamgee. Ich fand schon immer das Auenland großartig, die Hobbits toll. Ich wollte schon immer auf dieser Geburtstagsfeier von Bilbo mit dabei sein. Und dementsprechend fühle ich mich definitiv dem Auenland sehr, sehr zugehörig. Oder den Hobbits im Auenland. Und Samwise ist für mich so der Held, der eigentlich keiner sein will, der auch nicht so wirklich irgendwo vordergründig steht, sondern der eben so der perfekte, Sam einfach ist und sein Frodo hier sehr, sehr unterstützt hat. Denn ja, wo wäre Frodo heute? Ja, er wäre ohne Sam nicht weit gekommen, so nicht ganz Zitat aus dem Herrn der Ringe. Ein Charakter, der so aus dem Hintergrund agiert und den ich unfassbar liebe. Und auch er ist definitiv mit Sean Austin, auf jeden Fall sehr gut besetzt worden. Vielleicht auch eine Spur zu alt, aber ja, beide lassen sowohl im Buch als dann auch im Film mein Herz höher schlagen. Wenn wir etwas jugendlicher unterwegs sind, würde ich definitiv Augustus Waters nennen, außer Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Das Buch wird sehr häufig irgendwie so als das Krebsbuch abgestempelt, zumindest war es damals so, das ist es für mich aber überhaupt nicht. Denn wir haben hier 2 junge Protagonisten, die eigentlich schon ganz schön viel mitgemacht haben, die bei Gus sogar Körperteile im Grunde geben mussten für ihre Krankheit oder gegen ihre Krankheit und die sich dann doch irgendwie entschließen, so ein bisschen Glück zuzulassen, Freude, Spaß, Freude und habe ich das jetzt doppelt gesagt? Und mich bewegt dieses Buch immer, immer wieder. Ich habe es einige Male schon gelesen. Ich liebe auch den Film und bin auch hier ein großer Fan vom Schauspieler und muss wirklich sagen, dass Gus hier als Charakter, ach, er ist einfach so warmherzig, so witzig, so bodenständig und gleichzeitig schafft er es eben, so eine ganz besondere Verbindung zu Hazel Grace herzustellen und er geht mir selten aus dem Kopf. Also hier sind wirklich auch viele Dialoge und Szenen drin, die ich nicht jetzt täglich, aber regelmäßig mir so wie mir wieder einfallen, die mich auch so durch den Tag bringen, die mich motivieren, die in dunklen Stunden eben durchaus auch Hoffnung schimmern sind. Und ich sage auch immer, ich gehe aus diesem Buch sehr positiv heraus, natürlich so ein bisschen weinend, aber auch so lachend und hoffnungsschimmernd. Und egal eben, wie schlimm das Leben ist, es gibt immer was, über was man sich freuen kann. Und ich liebe dieses Buch und ich liebe Augustus Waters und ich finde, dass er so ein ganz, ganz toller jugendlicher Charakter ist, der einfach zeigt, dass es noch viel mehr gibt, als was man sonst leider oft in Jugendbüchern erlebt. Und ja, großartiger, jüngerer Book-Boyfriend. Und jetzt kommen wir zu einem ganz special
Von dem ich, glaube ich, noch nicht so viel geschwärmt habe, aber in meiner Bücherwoche damals auf jeden Fall. Und zwar Kian aus Insani, ein Buch von Kerstin Merke. Und ich hätte jetzt auch Finn aus Silence nehmen können, aber ich glaube, Kian ist mir doch noch eine Spur mehr ans Herz gewachsen. Und ich muss auch sagen, dass mir die Geschichte von Kerstin Merke, ja, auch nicht aus dem Kopf geht. Ich fand auch Silence richtig toll. Also beide Bücher für mich wirklich Highlights. Und ich mochte hier, wie sich Kian auch einfach entwickelt hat. Wie seine Andersartigkeit für ihn schon irgendwie ein Problem darstellt. Oder ja, er aber trotzdem einfach stark ist und auch selbstbewusst wirkt. Und natürlich tut sich da auch in seinen Tiefen, in seinen Gefühlen etwas auf. Und ach, er war einfach toll. Also ich habe ihn so, so, so ins Herz geschlossen. Er war so besonders. Er hat eben auch aus all diesen Schattenseiten, die so seine Rolle, seine Position, sein Anderssein waren, hat er so getrotzt. Und er war sich dessen immer bewusst und wollte auch, glaube ich, nie anders vielleicht behandelt werden. Und ich fand die Geschichte toll. Also wir haben hier auch wirklich High Fantasy, nicht unbedingt für Einsteiger, aber für alle, die High Fantasy sehr gerne lesen, kann ich die Bücher von Kerstin Merkel wirklich nur empfehlen. Und allein auch die Szenen, wenn wir hier unterwegs sind und wirklich diese Welt kennenlernen, das hat Kerstin Merkel wirklich mehr als gut rübergebracht. Und ja, tatsächlich Kian, den ich mir aber, glaube ich, tatsächlich auch gefühlt anders vorgestellt habe, als ich dann auch im Austausch mit Kerstin war. Sie gesagt hat, naja, sie hätte ihn sich auch anders vorgestellt als ich. Ganz faszinierend, ne? Also ich, ja, man hat manchmal so seine Vorstellungen und ja, das muss auch nicht immer damit übereinstimmen, wie ihn jemand beschreibt oder jemanden beschreibt, ne? Also von daher, ich glaube, manchmal entwickeln sich einfach so Bilder ganz selbstständig im Kopf und ja, also auch hier Kian, ein ganz, ganz toller Book-Boyfriend, wobei ja, er auch etwas weiter weg vom Boy war, wie es zum Beispiel Aragorn oder auch einfach Samwise war und ach ja, ich, ja, großer, großer Fan der Bücher von Kerstin Merkel und auch von Kian. Und ja, das waren sie nun, die drei Bücher mit meinen heißgeliebten Book-Boyfriends. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr einen Book-Boyfriend habt, wo ihr sofort sagt, ja, der ist es. Mir wären natürlich einige andere noch eingefallen. Also egal, ob es dann Geralt von Riva ist, ob es ja, einer der Weasley-Zwillinge ist oder nehmen wir vielleicht gar beide. Aber ja, das ist natürlich nur Platz für drei und ich möchte ja doch auch immer mal so ein paar Bücher hier auch einfach in dieser kurzen Reihe zeigen oder in dieser Videoreihe, Serie, die ich vielleicht noch nicht so häufig gezeigt habe. Ich bin sehr gespannt, wer so eure Book-Boyfriends sind. Wenn ihr mir noch Aufgaben stellen wollt, dann sehr, sehr gerne, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.